Ist das Ding an? Oh ja, ist es. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Doc Arzt und heute bauen wir mal einen Sachs. Das ist so eine Wikinger-Marede. Ich sag mal hier kurz ein Bild. Ja, schönes Ding. Das bauen wir heute. Gut, gut. Aber erst einmal muss ich hier ein bisschen aufräumen. So, hiermit kann ich da schon viel besser arbeiten. Und hier haben wir jetzt unsere Stahlauswahl. Ich habe leider kaum passenden Stahl da. Ich versuche es, das hier draus zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, ob das überhaupt Stahl ist. Es sieht nämlich eher aus, als wäre es Eisen. Seht ihr das? Der Unterschied zwischen Stahl und Eisen ist gegossen, Stahl ist geschmiedet. Und wenn es halt wirklich Eisen ist, dann kann man den jetzt auch nicht schmieden. Ich habe nämlich versucht, den gerade zu gerade zu machen, weil es so schief ist. Aber es ist halt abgebrochen. Es könnte auch einfach nur sehr harter Stahl sein. Deswegen mache ich das jetzt heiß und dann versuche ich das hier gerade zu biegen. Wenn es dabei bricht, dann arbeite ich glaube ich mit dem Ding hier weiter. Dann wird es halt ein sehr fettes Sachs. Ein sehr, sehr fettes. Aber naja, ist ja nicht so tragisch. Auf jeden Fall, wenn ich das mit dem hier machen würde, dann würde ich versuchen, hier unten das Stück noch ein bisschen zu verlängern. Dass ich das nicht abschneiden muss, sondern dass ich das zurecht schmieden kann. Nebenbei werde ich eventuell noch ein bisschen auf der Baustange hier rumhauen. Einfach um zu gucken, wie gut ich die formen kann. Wenn es gut wird, mache ich dann demnächst auch ein Schwert draus. Worauf ich demnächst auch mal eine Waffe machen will. Das Ding. Aber dazu kommen wir jetzt noch nicht. Ich habe mal ganz kurz ein bisschen drauf rumgehauen. Ich habe es vorhin ein ganz kleines bisschen dünner bekommen. Und was ich demnächst versuchen werde, ist Pfeilspitzen bauen. Hier, das habe ich schon ein bisschen angefangen. Aber das mache ich alles so nebenbei, immer wenn ich gerade halt am Schmieden bin. Gut, also, mein Sachs wird ein bisschen anders. Ich habe ja auf Instagram gefragt, was ich bauen soll. Ein Sachs, ein Messer, also nicht Messer wie kleines Messer, sondern Kriegsmesser aus dem Mittelalter. Kriegsmesser war, ja, sowas in der Art hier. Also ein Schwert, ein Langschwert eigentlich, das aber nur eine Klinge hatte, also eine scharfe Seite. War nur eine Seite hier scharf, war ein bisschen länger als das hier, war ungefähr so lang. Und, ja, hatte halt noch einen großen Parierstange hier. Das war das Bürgerschwert, weil es gab eine Zeit, da durften Bürger keine Schwerter haben und da ein Schwert eine zweischneidige Sache war, haben sie einfach ein einschneidiges, langes Messer gebaut. Hieß halt Messer. Das ist jetzt so eine Mischung zwischen einem Sachs und einem Messer. Ich habe jetzt hier die Klinge vorne, also die Spitze vorne ist bei einem Sachs und bei einem Messer sehr ähnlich. Ich zeige mal hier kurz ein Bild, glaube ich. So, ich hoffe, ich habe es hingekriegt. Ja, also die Form vorne ist relativ ähnlich, aber das wird jetzt eher die Spitzenform von einem Sachs. Also ich habe es ja angeschrägt und mir fällt gerade auf, dass es andersrum sein muss, so. Das ist nämlich die Rückseite und das hier ist dann die scharfe Seite hier unten. Obwohl, ne, ich will das nicht so, ich will das so haben. So, dass die, bei einem Sachs, ich weiß, ist es eigentlich andersrum, dass das hier dann die scharfe Seite ist, aber da ich hier so eine leichte Kurve noch drin habe hier, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, will ich das nicht. Ja, ich habe es ziemlich gerade bekommen, bin ich ziemlich zufrieden mit eigentlich, ist nicht 100% gerade, okay, vor allem hier vorne ist ein kleiner Knick noch drin. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja okay, der Knick hier im Griff, den muss ich noch rausmachen. Aber der schaut es ja jetzt noch nicht. So, aber sonst ist die Klinge ziemlich gerade, bin ich ziemlich zufrieden mit. Vorne ist ziemlich fett, weil ich es breit geschlagen habe vorne. Damit wir diese schöne Spitze hier bekommen. Und ja, der Griff wird bis hier zu dieser Markierung gehen. Also ein Griff, wie ich ihn liebe, den man sowohl einhändig als auch zweihändig super halten kann. Also das Schwert ist ziemlich fett für einen Sachs.
Ein Sachs ist ungefähr halb so dick eigentlich. Ich kann mal kurz messen. Wir haben jetzt hier hinten, also wo es nicht, wo die Form nicht geändert wurde, haben wir 6 cm. Und an der Spitze haben wir sogar 8. Also 6 unten wird oben zu 8. Das machen wir natürlich noch deutlich dünner hier oben. Ich kann mir ganz viel Material abtragen. Werde ich sowieso machen, weil ich hier eine richtig schöne Spitze haben will, die trotzdem noch stabil ist. Ich weiß ja nicht genau, was das für ein Stahl ist. Ich habe es vorhin schon mal kurz die Kamera gehalten, aber der Stahl ist wohl sehr hart. Ihr habt ja gesehen, wie es gebrochen ist vorhin. Und das war so ein Bruch, der bei Eisen oft passiert. Einfach so abgesplittert. Aber ich habe es ja jetzt gut erhitzt, gut geschmiedet hier vorne. Müsste jetzt eigentlich halten. Hat sich jetzt auch dann gut formen lassen. Eisen lässt sich eigentlich gar nicht formen. Also wird es wahrscheinlich einfach nur ein Stahl sein mit viel Kohlenstoff, der trotzdem bröckelig ist. Ja, mal gucken, ob es was wird. Aber wir fangen jetzt einfach mal an mit der Klinge. Wir fangen natürlich hier unten an, an der Markierung. Gehen hoch. Ach Quatsch, wir fangen gar nicht mit der Klinge an. Ich muss erstmal alles gerade machen und alles entkrusten. Gut, das mache ich mal kurz, das zeige ich jetzt nicht, ihr wisst, wie das geht. Einfach Flex nehmen und... Ist voll alleine eingegangen. So, ihr seht, die Klinge ist jetzt schon dran, die ist fast scharf. Ich habe jetzt hier noch die Rückseite ein bisschen abgerundet. Hier. Und vorne die Spitze nochmal ein bisschen schöner gemacht. Ist noch nicht scharf, wir müssen es jetzt erstmal härten. So sieht die Klinge jetzt aus. Ja, es wird ja nicht super glatt, aber viel glatter kriege ich es nicht. Der Bandschleifer, den ich habe, der ist nicht für Stahl gedacht, der ist für Holz gedacht. Und da sieht man immer hier so kleine Riffe, weil es schwer ist, das da gleichmäßig drüber zu ziehen. Naja. Gut, scharf ist es auf jeden Fall schon. Demonstriere. Könnte ich den ganzen Tag machen. ja, also scharf genug, jetzt müssen wir nur einen Griff machen. Wie ihr seht, habe ich hier kleine Löcher gebohrt, schon. Die haben die Größe, dass genau hier so ein Nagel durchpasst. Das machen wir jetzt beim letzten Mal mit dem ersten, mit dem zweiten Feilenmesser. Und nageln das hier so ein bisschen fest. An den Enden. Und dann wissen wir, wo wir bohren müssen.
Was wir aber diesmal auch machen, damit es auf gar keinen Fall verrutscht, wir kleben es zusammen. Und jetzt bauen wir da auch noch kurz rein. So, ich habe es hier Superkleber angerührt. Oder ich habe ihn nicht angerührt, aber hier Epoxy. So, den rühren wir jetzt schnell an. Ja. Gut, wunderbar. Epoxy angerührt. Hier, ich weiß nicht, wie gut ihr seht, ich habe die Oberfläche angeraut. Bei beiden. Und ja, verteilen es jetzt einfach hier drauf. Jetzt brauchen wir wie immer hier unsere Klemmen. Und dann müssen wir es trocknen lassen. Wir haben da jetzt so viel Druck drauf, dass an allen Seiten und an jedem Loch und so der Kleber rauskommt. Das ist eine super Sache, genau das wollen wir. Ich meine, ich habe auch Sachs gesehen, die so eine Parierstange hatten, aber ja, ist trotzdem komisches Sachs. Aber egal. Gut, wir sehen uns morgen. Gut, also, ich fahre jetzt nochmal im Baumarkt, weil das ist ja Hartholz, das ist ja Eiche. Und so sieht es aus, wenn ich es mit dem Bandschleifer arbeite. Und so wunderschön sieht es aus, wenn ich es mit der Flex und einem Klettverschlussblatt bearbeite. Also, sowas hier. Nur das Klettverschlussding geht alles kaputt. Und sobald das Klettverschlussding kaputt ist, gehen die Dinger hier auch kaputt. Und die halten dann gar nichts mehr aus. Deswegen fahre ich jetzt im Baumarkt, hole mir ein neues Ding, damit ich das hier so schön weiter bearbeiten kann. Das wird viel gleichmäßiger. Und deswegen, bis gleich. Okay, ich habe kein Geld. Also machen wir jetzt mit dem versüfften, halb zerstörten Blatt weiter. So, dann wären wir mit dem Griff fertig, müssen wir noch trocknen lassen. Gut. Also ich weiß hier, die Schweißnähte sind scheiße. Aber ja, es ist schwer mit so einem Schweißgerät, wie ich es hier habe, eine gescheite Schweißnaht zu setzen. Also ich bin zufrieden, dass es hält. Ja, ist ein bisschen unsymmetrisch hier, aber stört mich nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht darauf geachtet, dass es symmetrisch wird. Ich dachte mir so, hier so ein kleiner, hier etwas größerer. Das habe ich ja jetzt. Also ja, also das ist jetzt meine Interpretation von einem Sachs. Ich habe auch ein paar Sachs gesehen, die hatten auch hier so eine Parierstange, so eine kleine. Und auch viele ohne. Und ich fand sie mit eigentlich besser, weil ganz im Ernst, wenn du mit dem Schwert kämpfst, willst du eigentlich schon einen Abrutschschutz haben, / Parierstange. Ich meine, viel parieren kann man mit dem kleinen Ding nicht, aber besser als gar nichts. Ich meine, ein Sachs ist normalerweise keine Waffe, die mit zwei Händen greifen kannst. Meinst jetzt schon, einfach weil es so schwer ist. Das normale Sachs ist auch nicht so fett. Also, seht ihr, wie fett es ist? Ein normales Sachs ist dünner. Aber, naja, von der Länge her stimmt's. Ein Sachs ist zwischen 50 cm und 1 Meter lang. Das hier ist jetzt zu lang für ein Lineal.
Also ich muss sagen, es ist irgendwie ein bisschen schwer damit, gescheit den Schlag zu finden. Also, dass die Klinge richtig ist. Dass die Klinge genau in der Bewegung ist. Ich weiß, vielleicht ist der Griff doch nicht so gut. Vielleicht muss ich den ein bisschen eckiger machen. Also, nicht eckiger, ein bisschen flacher. Weil der ist schon fast rund geworden, ja, eigentlich. Spürt man nicht so gut, wo die Klinge ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur aus der Übung, aber ich habe es auch nicht richtig scharf gemacht, fällt mir gerade auf. Ich habe es nämlich lackiert. Durchs Lackieren bist du natürlich stumpf. Ja. Also hier, ich habe die Klinge lackiert. Aber sonst, ja, finde ich gut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie eklig das Wasser riecht. Ich habe da Öl rein, also als ich das hier gehärtet habe, habe ich es zuerst ins Öl und um es dann nochmal weiter abzukühlen, habe ich es ins Wasser gehalten. Und das Wasser stinkt jetzt, als würde irgendwas sterben. Ja, und ich bin jetzt voll mit dem Wasser. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie toll ich rieche. ja, aber so viel zu dem Schwert. Ich zeige es nochmal in besserem Licht kurz. So. So sieht es jetzt aus. Ich muss sagen, bin zufrieden mit meiner Arbeit. Ist natürlich nicht so schön wie jetzt der Griff vom letzten Messer. Absolut. Vor allem hier. Hätte ich das hier weggelassen, hier die Parierstange, würde es viel besser aussehen. Also von der Qualität her, das weiß ich, aber vom Praktischen her fand ich, war das wichtig. Und ich fand die Befestigungsmethode, die ich diesmal benutzt habe, auch cool, weil der Kleber, ich weiß nicht, den kann man hier so ein bisschen sehen noch, in den Ritzen hier, der hält es halt super und dann einfach die Nägel rein, die Nägel sind auch rangeklebt im Prinzip und die passen eh nur gerade so da rein und dann ist der Griff eigentlich fest, ist eine coole Sache. Beste Mischung zwischen Kleben und Nieten. Gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!